Ein herzliches Willkommen, meine Lieben, zum Monatslegung Oktober. Ich weiß, ihr möchtet wieder Wochenlegung, aber momentan schaffe ich das einfach zeitlich nicht. Ich hoffe, dass ich zum Ende des Jahres dazu komme, möchte aber nicht so viel versprechen. Deswegen machen wir eine schöne Monatslegung für den Monat Oktober. Dazu habe ich die Animal Tarot Cards von Doreen Virtue und Rodley Valentine. Für die Wochen habe ich dann das Gilde-Tarot von Ciro Marchetti. Klärungen machen wir mit dem Tarot Familia von Lisa Parker. Wir haben die Orakelkarte Lektionen deiner Seele von James von Praa. Und wir haben natürlich auch wieder das Krafttier, das Orakelkrafttier von Colette Baron-Reed. Und wollen uns anschauen, was der Monat Oktober zu bieten hat. Als erstes eine Übersicht über die allgemeine Astrologie und dann kommen wir dann natürlich in die einzelnen Sternzeichen. Vorab noch, wenn ihr das Interesse habt, eine Jahreslegung zu erhalten, möchte ich euch bitten, euch im Oktober zu melden, im Laufe des Monats Oktober, weil ich nur eine bestimmte Anzahl in diesem Jahr schaffen werde. Und das habe ich auch schon mal angekündigt. Also jetzt sollten die Bestellungen kommen. Eine habe ich auch schon. Wenn dann jemand, wie gesagt, später kommt, weiß ich nicht, ob ich das vor Jahresende schaffe. Deshalb bitte frühzeitig anmelden, bestellen und dann würde ich die auch im Vorfeld vorbereiten. So, das zu in eigener Sache. Wenn euch das gefällt, die Monatslegung, wenn ihr da was für euch findet, dann lasst bitte ein Däumchen hoch da. Das ist wichtig, damit ihr mich auch immer wieder findet. Natürlich gibt es die Kanalmitgliedschaft auch weiterhin selbstverständlich und die Kanalmitglieder werden auch, wie im Film, der anhängt, ja, ich sag mal, ihr eigenes Horoskop bekommen. Falls Interesse besteht, ihr Fragen habt oder Anregungen, unten steht die E-Mail-Adresse und ihr könnt selbstverständlich auch in die Kommentare schreiben. Ich lese alle Kommentare, auch wenn ich nicht immer Zeit habe, alle zu beantworten. Dann wollen wir jetzt mal schauen, was der Monat Oktober astrologisch so zu bieten hat. Bis gleich. Wir kommen zur allgemeinen Astrologie für den Monat Oktober. Der Oktober hat das Sonnenzeichen Waage. Natürlich nicht den gesamten Monat. Ende des Monats wechselt das in den Skorpion. Zu Beginn des Monats haben wir am 1. direkt Venus und Jupiter in Konfrontation. Und Merkur und Pluto ebenfalls. Das heißt, direkt zu Beginn Oktober kann es zu Stress, zu Auseinandersetzungen kommen und auch, dass man übers Ziel hinausschießt. Man sollte möglichst weder Druck geben, noch sich von Druck anleiten lassen. Also, je frustrierender der Tag, desto ruhiger sollte man werden. Das hört sich paradox an, ist aber das einzige Mittel, die richtige Entscheidung zu treffen. Der zweite ist dann schon viel besser und wir haben nämlich, dass sich diese Sache zwischen Venus und Pluto jetzt regeneriert. Also Venus und Pluto sorgen dafür, dass Dinge in Gang kommen können. Und man ist natürlich auch der Liebe zugeneigt. Liebe zeigt sich ja in vielen Formen, partnerschaftlich, freundschaftlich, familiär, Mütter, Kinder, Väter, Kinder und so weiter. Also diese Liebe sollte man auch wahrnehmen und natürlich auch ausdrücken. Am 4. geht es um ja, das, was man erreichen möchte, Karriere. Und das ist mit Merkur und Jupiter sehr gut, auch wenn Merkur bis 18. Oktober noch rückläufig ist. Es bedeutet einfach, dass man sich gut ausdrücken kann, dass man vielleicht auch Glück hat, dass gerade die richtige Person zur Hand ist oder das mitbekommt. Das ist natürlich auch wichtig. Und es ist auch, ich sag mal, in Bezug auf Karriere, das Vorankommen in jeglicher Art sehr positiv. Und dann haben wir Sonne und Mars, die dafür sorgen, derzeit steht der Mars ja in der Waage, beflügelt. Also Sonne und Mars im gleichen Zeichen bedeutet, da ist eine Menge Energie. Ihr kennt die Energie der Waage, es ist Ausgewogenheit, Harmoniebedürfnis, aber manchmal eben auch ein bisschen Unentschlossenheit. Man traut sich nicht, eine Entscheidung zu treffen, ja? Aber man versucht, etwas umzusetzen. Und da muss man natürlich Acht geben, dass man vor lauter, naja, sagen wir mal, Schwierigkeiten, Hürden und so weiter nicht aus der Hose fliegt, weil man einfach sauer ist oder weil das nicht so klappt.
oder vielleicht auch manchmal, weil man einfach nicht weiß, was das Richtige ist. Wir haben am 6. Oktober Neumond in der Waage. Neumond ist immer in jedem Sternzeichen ein guter Neuanfang in allen Bereichen. Also je nachdem kann man Neues beginnen. Wir haben auch jetzt einen Planeten, der wieder vorläufig wird. Wir hatten ja diese Phase, wo wir uns mit unseren Altlasten beschäftigen sollten, und Pluto wird wieder vorläufig. Einige Sternzeichen finden das nicht so gut, weil die sehr unter Pluto gelitten haben. Anderen wiederum ist es egal. Ja? Pluto ist ja der Antreiber, der Machtstrebende und der auch manchmal unlautere Mittel verwendet. Venus geht am 7. Oktober in das Sternzeichen Schütze. Damit dürfen sich die Schützen freuen. Das sind finanzielle positive Entwicklungen, aber natürlich auch in der Liebe. Und auch die Energie des Schützen wirkt in der Venus, nämlich offen, kommunikativ, optimistisch. Dann haben wir Sonne und Merkur am 9., die ja so ein bisschen starrsinnig macht. Und wir haben am 9. den Mond im Schützen, das ist so der Weltoffene, der Expandierende, während wir die Sonne in der Waage haben, die Unentschlossene, das kann so ein bisschen, mit angezogener Handbremse fahren bedeuten und das kann einen auch ein bisschen sauer machen. Da sollte man Acht geben, auf jeden Fall. Und dann haben wir Merkur und Mars am 9. und 10., die auch dafür sorgen, dass vielleicht schlechte Stimmung kommt oder sich das ein oder andere hochschaukelt. Ja, jetzt haben wir wirklich das geballte Maß an Waage-Energie in diesem Monat. Und man ist dazu geneigt, die Dinge unter den Teppich zu kehren in dieser Energie. Was eben natürlich nicht den Kasus Knaxus bereinigt oder beseitigt, sondern ihn ja so unterschwellig immer im Raum behält. Und das kann ganz schön nerven. Dann haben wir Saturn am 11., er wird auch wieder vorläufig. Damit ist natürlich auch, was hat man in der Zeit der Rückläufigkeit gemacht? Hat man sich an die Regeln Saturns gehalten? Das ist wichtig, ja. Und mit der Direktläufigkeit haut er auch jedem auf die Finger, der das nicht in Zukunft beachtet. So, dann haben wir Venus und Saturn, die am 13. dafür sorgen, dass man, eine gute Basis hat in Beziehungen. Ne? Also, dass man vertrauen kann, dass man sich aufeinander verlassen kann einfach. Das ist eine schöne Energie. Auch wenn sie Pragmatismus bedeutet, aber auch die Routine muss in einer Liebe, diese Liebe durchhalten oder die Liebe muss das durchhalten. Und man kann sich eben aufeinander verlassen, das ist wichtig. Dann haben wir Sonne und Jupiter am 15., die sorgen dafür, dass wir auch mal was riskieren können, Lotto spielen sollten. Ja, da ist eine Glücksphase mit Jupiter. Vielleicht an dem Tag, wo man mal einfach sich ein Los kaufen sollte oder so. Aber auch natürlich im Alltäglichen könnte das ein sehr guter, sehr vorteilhafter Tag werden. Am 16. und 17. haben wir auch in der Liebe, in Partnerschaften, in Beziehungen die Kommunikation, die auch das Zuhören fördert, nicht nur das Gespräch. Man versucht oder man ist geneigt, einander zu verstehen. Dafür sorgen Merkur und Venus. Und man versucht eben, einander ein Stückchen näher zu rücken. Das kann auch im Kollegenkreis sein oder in der Nachbarschaft. Das ist eine schöne Energie. Wir halten zusammen. Und ebenso am 17. Und also ich sag mal, diese Energie ist am 17. da, aber wir haben Quertreiber, die dafür sorgen, dass das ein bisschen gestört wird. Und zwar haben wir so diese Sonne-Pluto-Energie, die dafür sorgt, dass jemand sich da irgendwie profilieren möchte auf Kosten anderer. Das sollte man natürlich nicht zulassen, aber man sollte natürlich das auch charmant lösen nach Möglichkeit. Und dann haben wir Mars und Jupiter, die fast den ganzen Monat dafür sorgen, dass man an den Dingen, die man gerade tut, dranbleibt. Also ab 7. bis 21. Und mit Jupiter ist das durchaus auch möglich. Der fördert natürlich auch
dass man die Dinge macht und umsetzt, der ist ja auch jetzt wieder vorläufig am 18. Also da wird er wieder vorläufig. Genauso wie Merkur. Alle beide am gleichen Tag werden wieder vorläufig. Und das kann natürlich an dem Tag spürbar werden. In Gesprächen, Dinge werden leichter oder plötzlich geht das alles wie von selbst. Das ist ja schön, wenn man das dann auch merkt. Wir haben auch, ich sag jetzt mal, dass man Urlaub machen möchte oder dass man wegfahren möchte. Das sollte in dieser Zeit auch wieder durch Jupiter, der ja auch die Reise mit beinhaltet, die Expansion, das Erforschen, ja, sollte das besser gehen. Ja, wir haben Vollmond in Widder am 20. Da möchte man plötzlich, ich sag jetzt mal, Fallschirm springen, man möchte was erleben. Ja, es ist Sport angesagt, Bewegung, das kann nicht schaden. Wenn man natürlich vorher nichts gemacht hat, sollte man das nicht übertreiben. Wir haben aber auch eine Tendenz, es dann wirklich zu übertreiben und dann möglicherweise sich, ich sag mal, zu verheben oder falsch zu bewegen. Wir haben nämlich auch hier, dass man übertreibt mit, ja, man möchte es anderen beweisen oder sich selbst oder man muss irgendwie was darstellen. Wir haben so ein bisschen diesen Gedanken nach, ich will jetzt aber mit Mars und Pluto, das ist so, tschakka, jetzt komme ich und alles, ja, vorsichtig, seid vorsichtig und übertreibt da bitte nicht. Man möchte sich um jeden Preis durchsetzen, auch wieder Machtthemen. Mars und Pluto sind immer Machtthemen. Und dann haben wir den Wechsel, die Sonne aus der Waage in den Skorpion. Das ist eine viel tiefgründigere Energie. Das ist eine gefühlvolle, leidenschaftliche, intensive Energie im Skorpion. Dann haben wir auch noch am 27. sehr viel, ja, Kreativität. Ja. Leute, die musisch begabt sind, sollten diesen Tag nutzen. Mit Venus und Neptun hat man wirklich tolle Ideen, aber man schwebt halt auch in Wolkenkuckucksheim. Die Realität kommt da nicht so wirklich an. Ja, und das kann natürlich sein, dass man da aufs falsche Pferd setzt oder auf den falschen Menschen. Aber das wird anders, schon einen Tag später, am 28. Venus und Jupiter positiv. Und da kann man wirklich, ja, Glück haben, auch wieder. Mit Partnerschaft, mit Gemeinschaft und so weiter. Und das wird auch wieder anders am Ende des Monats, nämlich wenn plötzlich die Sonne quer steht zu Saturn. Und da ist man dann so, ich sag mal, der Beamte, der genau hinschaut, derjenige, der andere vielleicht auch denunziert, je nachdem, ja, wenn er sauer ist auf den Nachbarn oder so. Ne? Da sollte man aufpassen. Es ist so ein bisschen. Wir haben auch, wie gesagt, am gleichen Tag geht Mars in den Skorpion. Das ist sehr tiefgründig. Das ist auch, Skorpion ist auch so ein bisschen, ja, rachsüchtig. Ja? Man kann ja auch leidenschaftlich jemanden verabscheuen, zum Beispiel. Und da sollte man vorsichtig sein. Also man schadet sich ja selbst damit. Aber manchmal kann man nicht anders. Wenn man sauer ist oder wenn einen irgendwas so dermaßen geärgert hat, kann ich das auch nachvollziehen. Aber im Endeffekt sollte man wissen, Rachegedanken sind eine Schädigung des eigenen Wohlbefindens. Aber soweit erstmal das, was wir in diesem Monat so insgesamt zu erwarten haben, wie das Ganze aussieht, der Gestirne. Wir wollen das jetzt für die einzelnen Sternzeichen machen und ich wünsche euch ein hoffentlich schönes Horoskop für den Monat Oktober. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind bei der Monatslegung Oktober und hier ist Ella. Und ich hoffe, dass ich dir möglichst viele positive Aspekte für diesen Monat benennen kann. Wir haben ja viele Planeten rückläufig und du hast dich hoffentlich in der Vergangenheit jetzt damit beschäftigt, einige Trigger, einige Altlasten zu bereinigen und damit wirklich loszuwerden. Das war ja der Sinn der Rückläufigkeit. Bist du ein bisschen in dich gegangen und so weiter. Wir haben
Zum Beispiel Jupiter, der am 18. Oktober wieder vorläufig wird und dich damit natürlich nach Kräften unterstützt bis Jahresende, also weit es geht, bis 29. glaube ich genau. Also da hast du gute, erleichternde Aspekte drin. Wir haben aber auch Saturn, der am 11. wieder vorläufig wird und du hattest ja die Aufgabe, in der Rückläufigkeit nochmal zu schauen, was deine Handlungen für Konsequenzen hatten und wie du da in Zukunft mit umgehst. Ich hoffe, das hast du berücksichtigt, denn Saturn schaut dir ganz genau auf die Finger. Das heißt auch in jetzt naher Zukunft immer schön die Details beachten und sich auch um vielleicht Bürokram, Behördenkram und so weiter auch zu kümmern. Das ist sehr wichtig. Uranus, ja, das ist auch einer, der steht im Stier und sorgt einfach dafür, dass man mit aller Macht voran will, Macht, Gedanken ausspielt. Und es ist wichtig für dich, darauf, ja, ich sag mal, zu bauen, Frieden zu stiften. Wir haben die Rückläufigkeit des Uranus noch bis ins neue Jahr hinein. Das ist eine Phase, in der du dich um Familiäres kümmern sollst, um die Dinge, die für dich wichtig sind, aber eben im Gefühlsbereich auch. Also die Machtthemen stehen da weiter hinten an. Neptun hat keinen direkten Einfluss, kann natürlich ab und an auch mal dazwischen grätschen, ist der Planet der Kreativität, aber auch der hochfliegenden Träume und das Abschweifen. Da hast du jetzt nicht so viel zu befürchten, es sei denn, er steht irgendwie in irgendwelchen Quadraten oder so zu anderen Planeten. Pluto ist auch ein Machtplanet und der wird auch vorläufig wieder und damit gibt er Gas und will dich nach vorne pushen. Sei vorsichtig damit, Machtthemen sind etwas, was zu Konflikten führen kann. Natürlich soll man seine Macht nutzen. Die Frage ist nicht ob, sondern wie. Wir haben jetzt Mars in der Waage, was sehr harmonisierend wirkt. Waage ist mal ausgleichend, harmonisch und so weiter. Das schwächt das natürlich ein wenig ab und das ist auch gut so. Man arbeitet im Team gut, das ist ja sowieso in deiner Natur so angelegt, dass du gerne mit vielen gut vorankommst. Wir haben die Venus, die bis zum 7. Oktober im Skorpion steht und das ist nicht so die beste Zeit für dich, glaube ich. Also, da kann es vorkommen, dass man entweder auch Machtansprüche hat in Beziehungen, was sowieso nicht gut ist, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Es kann auch bedeuten, dass das, was einem geboten wird, eben nicht das ist, was man sich wünscht. Aber trotzdem muss man diese Zeit überbrücken, denn ab 7. geht es aufwärts mit Venus im Schützen. Da ist man expansiver, da wird man offener, kommunikativer, auch im Bereich der Liebe. Da findet man die richtigen Worte. Wir haben Merkur auch in der Waage, selbst wenn er rückläufig ist. Und diese Rückläufigkeit sorgt natürlich dafür, dass man Missverständnisse bekommt oder dass andere einen missverstehen. Es ist wichtig für dich, das zu berücksichtigen, damit du vielleicht auch ein bisschen großzügiger bist im Bereich der Missverständnisse. Also, dass jemand anderer dich auch falsch verstanden kann. Verstehen kann. So, am 1. Oktober gleich solltest du mit deinen Finanzen haushalten. Und ich denke, dass du dafür am 4. mit einem tollen Projekt belohnt wirst und bis zum 10. daran wirklich auch zu tun bekommst und das auch mit Feuereifer voranbringst. So, und dann haben wir neue Bekanntschaften, neue Kommunikation mit neuen Leuten, neue Kunden, vielleicht auch Freunde oder zukünftige Freunde, auch neue Liebe wäre möglich. Wichtig für dich ist Bewegung, Ausgleich für vielleicht Bürojob oder andere Sachen, dass du genug Bewegung hast. Du hast fröhliche Tage Mitte des Monats und man sieht dich gerne, weil du vermittelst, weil du, ich denke, liebevoll auf die Leute zugehst. Am 18., wie gesagt, der Jupiter wird wieder vorläufig, Merkur wird wieder vorläufig und dann wird es noch besser, noch schöner, noch kommunikativer und du hast auch in der Zwischenzeit die Fähigkeit, auch die Meinungen, die Einstellungen anderer in deine Überlegungen mit einzubeziehen. Dann haben wir auch Kreativität zum Ende des Monats und dann haben wir aber zum 30., das ist schade,
so ein bisschen Eigensinn, so ein bisschen, dass du auf deinem Standpunkt beharrst, ein bisschen stur, ein bisschen eigenwillig bist. Wenn du das noch ein Stückchen zurückschrauben könntest, das heißt nicht, dass du deine Meinung aufgeben solltest, sondern einfach ein bisschen ja, kommunikativer im Bereich von ich lasse andere Meinungen gelten und will jetzt nicht jeden Einzelnen überzeugen von dem, was ich für richtig halte, dann bist du auf Erfolgskurs. Schauen wir uns das jetzt auch in den Karten an. Ein herzliches Willkommen, lieber Wassermann, zur Kartenlegung für den Monat Oktober. Wie immer allgemeine Kartenlegung, also du sollst dir das, was dich anspricht, was dir persönlich weiterhilft, natürlich mitnehmen. Es ist für alle Wassermänner in dem Zusammenhang, deshalb kann und wird es natürlich auch nicht immer für jeden hundertprozentig stimmen. Das, was dir weiterhilft und nützlich ist, das ist wichtig. Und das kannst du, wie gesagt, natürlich selbst entscheiden. Wir schauen uns als erstes an, wie die Energie für den Wassermann im Monat Oktober so insgesamt aussieht. Und da haben wir die 9 des Herbstes oder 9 der Münzen. Unabhängigkeit, kurz vor der 10 stehen, kurz vor dem Durchbruch. Es ist auch die Verantwortung oder das Kümmern sich auch um sich selbst, Aufbau. Und ich denke, es ist auch Ehrgeiz natürlich drin, etwas zu erreichen, weil man möchte ja zur 10 kommen. Die Energie ist aber Erdenergie und das bedeutet langsam machen, nicht übertreiben. So, wir schauen uns an, wie du dich selbst siehst. Wir haben den Prinz des Sommers, liebevolle Energie, bedeutet Ritter der Kelche, Entgegenkommen, Freundlichkeit, Herzlichkeit. Sehr schön. Dein Wunsch ist die 3 des Frühlings, 3 der Stäbe, über den Tellerrand schauen, Weiterbildung, vielleicht der Wunsch, was zu lernen, vielleicht auch einfach zu wissen, wenn ich das tue, erreiche ich das oder wenn ich diese Handlung vollziehe oder das erreiche, dann hat das diese und jene Konsequenzen. Hoffnung und Ängste haben wir die 4 des Winters, die 4 der Schwerter. Ruhe, Überlegung, dass man Zeit genug hat, sich Dinge zu überlegen oder Gespräche zu führen. Gut für dich ist die Königin des Winters. Die Königin des Winters ist natürlich die Königin der Schwerter. Die Königin der Schwerter ist in erster Linie aufrichtig zu sich selbst, klärt die Dinge für sich intern und geht dann authentisch, ehrlich und offen nach außen. Also auch deine Energie durchaus, lieber Wassermann. Nicht gut ist der König des Winters. Ja, das ist nämlich wirklich den anderen die Wahrheit um die Ohren zu hauen. Also ohne Rücksicht auf Verluste, ob jemand es hören will oder nicht. Da wird einfach das gesagt, was man gerade denkt oder was man als seine Wahrheit erkennt. Da muss man aufpassen, weil das kann dazu führen, dass man andere unnötig kränkt. Und vielleicht kommt das, was du meinst, ja nicht so an. Wir sind bei Merkur rückläufig, darf man nicht vergessen. Da sollte man vorsichtig sein. Der König der Schwerter nimmt halt kein Blatt vor den Mund, aber das kann sich für dich im Nachhinein auch als negativ auswirken, deswegen nicht gut für dich. Es ist auch die Karte des helfenden, ratgebenden, ja, Mentors. Also es kann sein, dass du mit der 9 der Münzen auch ein Stück weit auf dich selbst gestellt bist im Monat Oktober. Durchaus möglich. Wie geht das Ganze aus? Wir haben die Prinzessin des Sommers, das ist auch der Ritter der Kelche. Liebevolles Aufeinanderzugehen, was wiederum sehr schön ist. Da haben wir sehr viel Sachlichkeit, da haben wir auch Temperament und da haben wir Gefühl. Okay, schauen wir uns jetzt mal an, wie die Wochen so verlaufen innerhalb der Kartenlegung. Wir schauen uns das Woche für Woche an und gehen da auch ins Detail. Aber erstmal den Überblick verschaffen, wie es denn aussieht. So, was haben wir denn in der ersten Woche im Oktober? Wir haben den Wagen, Krebsenergie, du nimmst die Zügel in die Hand, gehst voran und lenkst diese Energie. Dann haben wir die 9 der Schwerter. 9 der Schwerter können unnötige Sorgen sein oder Gespräche, die man führen sollte, vielleicht auch Diskussionen über etwas. 3 der Stäbe ist ja auch vorankommen. Der Herrscher ist ja die Verantwortung haben. Oder auch jemand, der Verantwortung hat, der mit dir vielleicht über Dinge spricht. Aber ich habe so den Eindruck, dass du, wie gesagt, mit dem Wagen auch die Dinge in die Hand nimmst. Aber komm nicht zu forsch, zu selbstbewusst rüber. Das wäre vielleicht nicht so optimal. 10 der Stäbe, wer viel Verantwortung hat, muss auch viel tun. Dann wirst du auch viele Dinge ja, übernehmen müssen oder du hast halt Verpflichtungen, die du eingehen
willst oder eingegangen bist. Königin der Schwerter, Aufrichtigkeit. Und da haben wir die Sensitivität. Es ist wichtig, auch seine Intuition zu verwenden, Gefühl, vorsichtig zu sein. Ich sage jetzt mal, die Energie zu spüren, was im Raum ist, wann was angebracht ist zu sagen und wann nicht. Wir haben die Disziplin auch mal mit ja, Erkenntnissen hinterm Berg zu halten. Also nicht gleich raus zu posaunen, was für Gedanken du gerade hast, sondern vielleicht auch zu überlegen, ob das gerade richtig und angebracht ist. Wir haben die Herrscherin mit Freundlichkeit und liebevoller Energie. Kommst du weiter? Vielleicht sind auch ein paar Leute in deinem Umfeld sehr liebevoll zu dir und das beflügelt dich. Sehr, sehr schön. Also wir haben hier einfach mal Durchsetzungspower, wir haben Verpflichtungen, wir haben Disziplin und wir haben natürlich auch Belastung, aber auch liebevolle Energie. Das ist sehr schön. Schauen wir uns jetzt mal die zweite Woche an. Da haben wir Entspannung, die 6 der Schwerter. Sehr schön. Das ist, dass man sich keinen Stress macht. 7 der Münzen, es bedeutet auch die Details zu beachten, das Kleingedruckte zu lesen, sage ich immer. Wir haben die 10 der Schwerter, du kommst drüber weg, wenn vielleicht irgendwas nicht klappt oder wenn da irgendwo ein Hindernis auf dem Weg sein sollte. 10 der Schwerter, man kommt da drüber hinweg. Vielleicht, wie gesagt, ein Vorgesetzter oder die Verantwortung. Und dann haben wir das Abwägen, wenn du deine Sachen erledigen möchtest, die Prioritäten setzen, zu sagen, was kommt jetzt zuerst, was muss ich zuerst erledigen. Dann haben wir hier die Königin der Schwerter nochmal, Aufrichtigkeit, also in erster Linie zu dir selbst, dass du klärst, wo will ich hin, wie fühlt sich das an. Intuition gehört ja auch dazu, Gefühl und Intellekt im Einklang ist natürlich am besten, sodass man auch zufrieden ist mit dem, was man erreicht. Und dann haben wir die Liebenden hier. Was liebst du, was brauchst du und wie kannst du das mit Disziplin umsetzen? Und die 5 der Stäbe, das ist entweder innerer Konflikt oder es ist halt im Äußeren auch Wettbewerb, dass andere das Gleiche wollen wie du und man sich so ein bisschen behakt. Also so ein bisschen das Gleiche will und jeder versucht sich so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Das kann natürlich sein. 3. Woche im Oktober. Page der Schwerter, Informationen sammeln, sich austauschen. Okay. Magier, Manifestation dessen, was du umsetzen möchtest. Also von der Theorie, von dem Gedanken in die Praxis. Da ist Sympathie. Sympathie kann nicht schaden. Sympathie ist auch wichtig, um zum Beispiel auch Mentoren zu haben. Leute, die einen unterstützen, die einen gerne unterstützen. Da ist Sympathie nicht schlecht. Dann haben wir die 9 der Stäbe, vorsichtig vor Verausgabung, dass du denkst, du müsstest das alles alleine schaffen. Da sollte man nicht zu stolz sein, um Hilfe zu bitten. Ja? Und vielleicht auch mal zu fragen, wie die Prioritäten liegen. Wir haben auf jeden Fall den Erfolg da drin. Das ist sehr gut. Das finde ich sehr schön. In der Aufrichtigkeit und auch in der Sensitivität. Königin der Kelche, liebevolle Energie, sich kümmern. Um sich selbst und natürlich um andere. Und die 5 der Münzen, der Rückzug. Vielleicht der Rückzug auch aus Streitigkeiten, aus Dingen, die man eigentlich gar nicht haben will, nicht braucht hier mit dem Wettbewerb. Oder vielleicht ziehst du dich auch mal zurück, um ja, deinen Gefühlen freien Lauf lassen zu können. Also dich um deine Gefühle zu kümmern. Schauen wir uns aber noch genauer an. So, die letzte Woche Oktober, da haben wir die Unzufriedenheit, 4 der Kelche. Man hat so nicht so das erreicht, was man möchte vielleicht. Oder es kommt einem nicht das entgegen, was man sich erhofft hat. Das Gericht die Dinge nach Sachlichkeit beurteilen, also nach Faktenlage, ja, nichts reininterpretieren. Und dann haben wir die Sonne, positive Entwicklung, gute Stimmung, Vitalkraft, Energie. Wir haben ja auch erstmal Merkur rückläufig bis zum 18., am 18. vorläufig. Dann wird auch Jupiter wieder vorläufig und gibt dir Power. Dann haben wir auch bis 7. Haben wir dann die Venus im Skorpion, danach im Schützen, das beflügelt dich auch. Da ist die Kommunikation dann wieder besser zum Beispiel. Wir haben die Venus, wie gesagt, erst im Skorpion, dann im Schützen. Den Mars haben wir in der Waage, das unterstütze ich auch, weil auch ein Luftzeichen, aber es macht so ein bisschen die Entscheidungen schwieriger. So, schauen wir mal. Wir haben die 4 der Schwerter. Du brauchst ein bisschen Überlegungszeit, du brauchst Zeit, drüber nachzudenken. Wir haben 4 der Stäbe, Haus, Heim, Familie
Und wir haben den Gehängten, die Situation auch aus den Blickwinkeln anderer zu betrachten. Dazu brauchst du natürlich im Vorfeld Informationen, wie sehen andere das. Und dann bist du vielleicht auch bereit, neue Wege gefühlsmäßig zu gehen. Das sieht schon ganz gut aus. Also ich denke mal, es ist ein Wechselspiel erstmal der Gefühle und auch der Dinge, die passieren, sich darauf neu einzustellen. Flexibel genug bist du, aber es sind halt auch Hindernisse da, wie in allen Bereichen immer, was man nicht vorhersehen konnte oder wo man auch ein bisschen Acht geben kann, wo dich die Karten darauf hinweisen, wo du dann ein bisschen sensitiver sein solltest, ne? Ein bisschen gefühlvoller, wenn es darum geht, im richtigen Moment dann auch was zu sagen und da, wo es nicht angebracht ist, dann vielleicht eher zu schweigen oder sich zumindest zurückzuhalten in der Form der Äußerung. Das kann durchaus sein. 9 der Münzen ist ja auch sich um sich selbst kümmern. Man ist ein eigenständiges Individuum und mit der Königin der Schwerter, denke ich, lernt man sich selbst auch ein Stück weit besser kennen und kann dann auch anderen besser vermitteln, wer man eigentlich ist. Schauen wir uns an. Prinz des Sommers, da haben wir den Wagen nochmal und die 8 der Schwerter. Die 8 der Schwerter ist sich im Kreis drehen und aus einem Gedankenkreisel nicht rauskommen. Das heißt, du steuerst momentan den Wagen in eine Richtung, die dich nicht wirklich voranbringt oder die, sagen wir mal, noch nicht die richtige Fahrspur erreicht hat. Okay, da haben wir die 3 des Frühlings, 3 der Stäbe. Lernen, Hindernisse beseitigen und Disziplin an den Tag legen. Also wenn du ein paar Hindernisse, ein paar Hürden nimmst, ist das durchaus möglich. Dann haben wir die 4 des Winters, die haben wir hier mehrfach. Das ist Ruhephase, da haben wir die Obsession und da haben wir die 3 der Schwerter. Okay, es kann bedeuten auf der einen Seite, dass du gekränkt bist und sehr nachtragend in Bezug auf ein Ereignis oder Personen, das ist durchaus möglich und vielleicht auch dir da verwehrst, ein bisschen objektiver drüber nachzudenken. Das kann natürlich sein. Königin der Schwerter, schauen wir mal. Da haben wir die Hohepriesterin. Es ist wichtig, Sensitivität zuzulassen. König der Stäbe, Feuerenergie, Temperament, Leidenschaft, das gehört auch dazu. Das verinnerlichst du natürlich auch und das ist auch in dir selbstverständlich. Und das zuzulassen oder vielleicht sich dessen bewusst zu werden und damit dann auch offen nach außen zu agieren. König der Schwerter wiederum ist nicht so gut. Da haben wir da die 4 der Stäbe und die Königin der Schwerter. Okay, die Königin der Schwerter erinnert dich daran, bevor du anderen deine Meinung, deine Kritik äußerst, kehre vor deiner eigenen Haustür. Die haben wir nämlich hier. Ja, also bevor du andere kritisierst und ihnen sagst, wie sie es richtig machen können, solltest du erstmal deine Dinge geklärt haben hier. So, dann haben wir die Prinzessin des Sommers, 6 der Münzen. Das ist sehr schön, ausgewogenes Geben und Nehmen. Und da ist die 3 der Stäbe. Wenn du das da hinbekommst, denke ich, ist das auch möglich, über den Tellerrand zu schauen und vielleicht auch diese Weiterbildung oder diese Entwicklung zu vollziehen. Aber wir sind ja noch, das ist ja Ende des Monats, auf dem Weg dorthin. Schauen wir mal, hier ist der Wagen. Dann haben wir die 9 der Schwerter, die unnötigen Sorgen oder Gespräche. Der Herrscher. Dann haben wir die 10 der Stäbe, das ist ja die Energie der Belastung, Verpflichtung, die Hohepriesterin. Dann haben wir die Disziplin, die Kraft, die Energie und die Herrscherin. Also das sieht doch ganz gut aus. Schauen wir uns mal an, der Wagen und die 9 der Schwerter. Der Hierophant, wichtige Verbindung. Kann der Boss sein, die Firma, kann aber auch Familie und Partnerschaft sein. 6 der Schwerter, Entspannung. Also ganz entspannt, denke ich, über die Pläne, das, was du vorhast, zu sprechen, sich zu überlegen, wo wollen wir denn gemeinsam vielleicht hin oder wo will ich hin, das auch mitzuteilen. Das ist so das, was ich daraus sehe. Jetzt haben wir den Herrscher und die 10 der Stäbe. 5 der Kelche bedauern und die 5 der Münzen. Also da ist, man bedauert vielleicht, dass man sich da in diese Situation begeben hat. Und man möchte da wieder raus aus diesen Verpflichtungen, wie gesagt. Man hat aber die Verantwortung, diesen Verpflichtungen nachzukommen. Das ist so ein bisschen ein Zwiespalt. Ja? Schauen wir uns jetzt mal nur die Hohepriesterin an in der ersten Woche.
Da haben wir den Gehängten, da ist wieder Perspektivenwechsel und die Sonne. Also je mehr du dich in die Situation und die Blickwinkel der anderen hineinversetzt, desto besser kommst du voran, desto positiver wirst du die Dinge auch sehen für dich selbst. So, da haben wir die Disziplin und die Herrscherin, da haben wir die Königin der Kelche, liebevolle Energie und das Ass der Münzen. Also sich kümmern um eine gewisse Erdung, auf dem Teppich bleiben. Also wir haben ja hier auch, schau dir an, was in deiner Realität so ist und wie andere das machen und inwieweit du das dann auch äußern möchtest oder eher nicht. Und hier ist eben, bleib auf dem Teppich. 9 der Münzen ist ja auch Erdenergie, mach langsam. So, wir schauen uns an. 6 der Schwerter, 7 der Münzen, 10 der Schwerter, 2 der Münzen. Da haben wir die Königin der Schwerter wieder, da haben wir die Liebenden und da haben wir die 5 der Stäbe. Wettbewerb, Mitbewerber oder innerer Konflikt kann das auch sein. Entspannt an die Dinge heranzugehen und sich auch um Details zu kümmern, ist wichtig in der 2. Woche. Ass der Kelche, sich nicht zu übernehmen, auch darauf zu achten, dass man mit sich selbst gut umgeht, Eigenliebe, ja. Und wir haben die Liebenden. Je mehr Eigenliebe du auch hast, also mit dir selber gut sprichst, gedanklich und auch dir selber gut zuredest und liebevoll bist, desto mehr kannst du davon auch nach außen abgeben. So, dann haben wir die 10 der Schwerter und die 2 der Münzen. Da haben wir über etwas hinwegkommen und Prioritäten setzen. 8 der Münzen, da ist die Arbeit und da haben wir die Veränderung. Also es gilt schon, sehr flexibel zu sein in Bezug auf die Arbeit, auf das, was auf dich zukommt. Ich denke auch auf deine Verpflichtungen. Königin der Schwerter und die Liebenden, da haben wir Ritter der Münzen, hab Geduld mit dir und anderen. Und die 9 der Münzen, das ist die Energie des Monats. Jeder ist ein eigenständiges Individuum, genau wie du. Und jeder hat so seine eigenen Kämpfe, seine eigene Königin der Schwerter und Dinge, mit denen er oder sie klarkommen muss. 5 der Stäbe, da haben wir die Herrscherin. Und da haben wir die 2 der Münzen. Es wird dir langsam klar, dass du auch bei inneren oder auch äußeren Konflikten für dich selbst im Vorfeld die Prioritäten setzen musst. Also was ist für mich relevant und wo kann ich locker drüber hinwegsehen. Das macht vieles auf jeden Fall leichter. Kommen wir zur 3. Woche. Informationen sammeln mit dem Page der Schwerter, den Magier. Dann haben wir den Page der Kelche, da haben wir die 9 der Stäbe, da haben wir den Erfolg, sehr schön, da haben wir die Königin der Kelche erneut und da haben wir die 5 der Münzen. So, beginnen wir mal mit den Informationen und dem Magier. Was gilt es denn da umzusetzen in der 3. Woche? Zurückhaltung, also auch die Dinge nicht verraten oder eben auch in der Art und Weise, wie man spricht, vorsichtig zu sein. Wir haben mit den 8 der Kelche auch eben neue Dinge in Bezug auf Gefühl, haben wir hier auch. Ne? Also ich denke mal, du kannst viel manifestieren, wenn du sehr achtsam, sehr sensitiv damit umgehst. So, Sympathie und 9 der Stäbe. Sympathie und 9 der Stäbe. 10 der Stäbe, das, was wir oben hatten, und der König der Schwerter. Also, was ich hier sehe, der König der Schwerter war nicht gut. Ja, war die Situation, dass man vielleicht keinen Mentor hat oder dass man selbst zu direkt ist in seinen Äußerungen. 10 der Stäbe, vielleicht bist du sauer, weil die Dinge nicht so klappen, wie du das gerne hättest. Sympathie, 9 der Stäbe, verausgabe dich nicht. Ich denke, es gilt eins nach dem anderen und für mich heißt das auch, bitte freundlich um Unterstützung. Ja, wenn du merkst, du kommst nicht voran, es wird nicht weniger, dann bitte andere freundlich und nett um ihre Unterstützung. Jetzt haben wir hier den Erfolg und die Königin der Kelche. Da haben wir die 5 der Stäbe und den Herrscher. So, wir haben die Attitüde des Herrschers, der Verantwortung. Wir haben die 5 der Stäbe, den Wettbewerb. Man sieht so ein bisschen den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil man in anderen nur Widersacher oder vielleicht auch Feinde sieht. Der Erfolg liegt darin, sich darum zu kümmern, auf andere adäquat zuzugehen, sich zu kümmern um die Dinge, um die Sachen, natürlich um seine Verantwortung. Aber ich denke, der Erfolg liegt darin, ein bisschen ja, kollektiver zu agieren. 2 der Kelche, sehr schön.
und die Mäßigkeit, Gefühl und Intellekt im Einklang. So aus dem Rückzug, den Fünf der Münzen, in Ruhe vielleicht darüber nachdenken, anderen auf Augenhöhe zu begegnen. Der Herrscher begegnet anderen auch nicht auf Augenhöhe. Es ist der Boss, es ist derjenige, der delegiert. Und Fünf der Stäbe ist so der innere Konflikt. Möchte ich den Erfolg jetzt auch im Zusammenspiel mit anderen? Also, dass ich mich mit anderen gut verstehe, oder möchte ich immer im Clinch liegen, aber dafür mehr Verantwortung haben? Das ist die Wahl, die du zu treffen hast. Und Zwei der Kelche und Mäßigkeit sorgt dafür, dass du aus der Einsamkeit des Herrschers vielleicht herauskommst und mit anderen gemeinsam Lösungsansätze suchst. Und das ist hervorragend. Das ist toll. Schauen wir mal. Letzte Woche, Oktober. Wir haben die Vier der Kelche, wir haben das Gericht, wir haben die Sonne. Wir haben die Vier der Schwerter erneut, wir haben die Vier der Stäbe und wir haben den Gehängten nochmal und wir haben die Acht der Kelche. So, schauen wir uns an, wie das in der letzten Woche verläuft. Ungerechtigkeit sehe ich hier mit dem Gericht und den Vier der Kelche. Was haben wir da? Vier der Kelche nochmal und die Neun der Stäbe. Da ist so ein bisschen drin, dass man sich ungerecht behandelt fühlt und sich natürlich dafür einsetzt, gerechter behandelt zu werden. Aber nochmal, die Vier der Kelche besagt, es wird nicht besser. Also lass es lieber. Ja? Also auch selbst wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, schwamm drüber. Es wird dich nicht voranbringen. Es wird dich vielleicht noch blockieren. Wenn du, das heißt nicht, dass du lügen sollst, so tun sollst, das wäre alles in Ordnung. Aber dich so reinzuhängen, ja, das ist Energieverschwendung. Das sagen diese Karten. So, Positivität und Ruhephase. Neun der Kelche, Wunscherfüllung und Knabe der Kelche. Also, gönn dir ein bisschen Ruhe, gönn dir was Persönliches, was du dir sehr wünschst oder was du gerne haben möchtest, erreichen möchtest, vielleicht auch Sport und solche Sachen. Die können dich dann so ein bisschen besänftigen. Ja? Und dann hier Vier der Stäbe und der Gehängte, Klarheit und Wahrheit. Und der König der Kelche. Wir haben Gefühl und Intellekt hier zusammen. Wir haben zu Hause, nahes Umfeld, vielleicht auch Firma. Der Gehängte besagt, die Perspektive einfach erweitern. Und einfach mal aus dem Blickwinkel anderer Personen sehen. Das bringt dich weiter. Und da haben wir zum Schluss dann die Acht der Kelche. Da haben wir die Sieben der Münzen. Schritt für Schritt vorgehen, Kleinigkeiten beachten. Und die Sieben der Schwerter, es ist dir noch nicht alles bekannt. Du hast noch lange nicht wirklich die Geheimnisse dessen, was dir so begegnen kann, auch gefühlsmäßig nicht ergründet. Das heißt, die Sieben der Schwerter sind vielleicht auch die Dinge, die du nicht zeigen möchtest, aber es gilt, Geduld zu haben mit dir selbst und anderen und die Geheimnisse mit den Sieben der Schwertern zu ergründen. Also da gibt es noch mehr zu entdecken und vielleicht kannst du das auch im Laufe des nächsten Monats. Wir schauen mal, wir haben das Kaninchen, jetzt ist eine fruchtbare Zeit, also die Dinge bewegen sich, die Dinge entwickeln sich, aber sie sind wahrscheinlich bei weitem noch nicht da angekommen, wo sie ankommen können. So, ich lese mal vor. Eine sonnige Wiese erwartet dich und der Geist des Hasen erscheint, um dich aus deinem dunklen Kaninchenbau ans Licht zu locken und an einer schönen und fruchtbaren Erfahrung teilhaben zu lassen. Unter der Erde scheinst du vielleicht an einem sicheren Ort zu sein, aber die Magie beginnt, wenn du dich hervorwagst und das Risiko eingehst, dich verwundbar zu machen und etwas Neues mitzuerschaffen. Du bist eingeladen, in ein neues Leben einzutreten, mit dem du noch keine Erfahrung hast. Aber hab keine Angst. Jetzt ist auch eine Zeit, um fruchtbar und produktiv zu sein, während du dich in der Zeugungskraft des Hasengeistes sonnst. Was immer du jetzt zum Leben erwecken willst, wird auf fruchtbaren Boden fallen. Als Mitschöpfer an der Seite des Allgeistes kannst du keine Fehler machen, also lass die Ideen ans Tageslicht kommen, im Wissen darum, dass jetzt eine glückliche Zeit ungeahnter Möglichkeiten vor dir liegt. Also, du kannst da eine ganze Menge draus machen und ich denke, dass du gute Ideen hast, dass du eben auch ein bisschen Sensitivität brauchst, Unterstützung und auch die richtigen Leute, die dich dabei beflügeln. Du hast mit den Neun der Münzen natürlich auf dich selbst zu achten, auch wie du anderen begegnest zum Beispiel, dass du die Dinge fruchtbar machst im Sinne von, ich gehe auf andere zu und ich nehme auch Ratschläge oder Dinge von anderen an. Das fällt dir noch etwas schwer. Du bist sehr kritisch anderen eingestellt gegenüber und das kann es natürlich etwas schwieriger machen, da Gleichgesinnte zu finden oder eben auch Mentoren.
Deswegen, ich finde das ganz gut, dass du dir da überlegst, wie gehe ich daran? Wie kann ich das mit Klarheit und Weit und auch mit Charme rüberbringen, wenn ich diese Erkenntnisse habe? Ja, ich kann mir das bei anderen abgucken. Ich kann versuchen, von mir aus etwas zu entwickeln, um die Dinge dann besser zu machen oder vielleicht auch ja, gewisse Geheimnisse oder Dinge, die mir unbekannt sind, zu ergründen. Und das geht sicherlich noch in den nächsten Monat hinein. Ja, schauen wir uns mal an, was die Lektionen der Seele für den Wassermann haben. Was haben wir da für den Wassermann im Monat Oktober? Wir haben Dankbarkeit. Ich bin dankbar für dieses Leben und die Möglichkeiten, die es mir bietet. Also du hast eine Menge Möglichkeiten, die sich dir bieten und es gilt damit natürlich auch entsprechend dankbar umzugehen und sie nicht als selbstverständlich hinzunehmen. Also ich bin dankbar für dieses Leben und die Möglichkeiten, die es mir bietet. Diese Seelenkarte sagt dir, dass du innehalten und die Augen schließen sollst, um dir zu verdeutlichen, wie unendlich reich du vom Universum beschenkt wirst, wenn es dir wertvolle Lektionen zukommen lässt, die noch dazu auf die besonderen Bedürfnisse deiner Seele zugeschnitten sind. Diese Karte gibt dir Anstoß, sich für alles Bisherige und das Kommende, vor allem aber für das dankbar zu zeigen, was du bist. Jetzt ist es an der Zeit, sich dem Universum für diese wunderbaren Aufschlüsse und Einsichten erkenntlich zu zeigen. Anerkennung und Dank gebühren auch all den geliebten Menschen in deinem Leben, auf der Erde oder im Geist, durch deren Mitwirkung du geworden bist, wer du bist. Vielleicht findest du sogar Gefallen an der Idee, einmal alles aufzuschreiben, wofür du in diesem Leben dankbar bist. Wenn du dich dazu aufraffen kannst, werden Gedanken an all das wach, was deine Verbundenheit mit allem bekräftigt. Du wirst dann einen Raum der Dankbarkeit betreten und das verwandelt nicht nur die Energie in dem heiligen Raum, der dich umgibt, sondern vermittelt dir ein umfassendes Gefühl von Gesundheit und Wohlbefinden. Also ich denke, es geht einfach darum, sich einfach bewusst zu machen, was man schon alles erreicht hat, ja? Das eigene Individuum, was du aus eigener Kraft auch geschaffen hast oder geschafft hast. Und dann natürlich auch für die Menschen, die dir das ermöglicht haben, für die Möglichkeiten, die sich dir geboten haben, dass du daraus etwas für dich umsetzen konntest. Und natürlich dir selbst dankbar zu sein für das, was du bisher schon geleistet hast. Und diese Energien sollen dir auch ein neues Gefühl vermitteln, mit Sensitivität, mit Dankbarkeit, mit Demut umzugehen. Und wie gesagt, wir haben hier mehrfach den Herrscher gehabt. Das ist so diese Energie, ich habe die Verantwortung, ich habe das Sagen. Ja, es ist so Macht. Ne? Und vielleicht ist es auch so, dass wahre Macht sich gar nicht so produzieren muss. Sie ist einfach da, sie ist vorhanden und wird nicht missbraucht. Ist ja so ein Gedanke von mir. Also das geht ja nur um diese Karte des Herrschers. Das ist eben die Sensitivität, mit diesen Dingen umzugehen. Und das, wie gesagt, könnte bei dir in diesem Monat eine Lernlektion sein in dem Bereich oder eine Erkenntnis. Noch nicht mal lernen, sondern Erkenntnis, denn es ist ja bereits in dir angelegt. Also sehr schöne Energie hier, wie ich finde. Und ich bin gespannt, wie du das für dich im Monat Oktober umsetzt, was du davon für dich nutzen kannst und hoffentlich positiv entwickelst. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen, gerne auch jede Woche, aber auch am Ende dieses Monats, wie das für dich gewirkt hat, was du daraus gemacht hast und ob es dir geholfen hat. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Däumchen hoch da und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Ich wünsche dir viel Erfolg, einen schönen Monat Oktober, alles Liebe und bis bald.